Elvira Becker, die Mutter des ehemaligen Tennisstars Boris Becker, war eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die im Laufe ihres Lebens sowohl private als auch öffentliche Herausforderungen meisterte. Ihr Leben war geprägt von Höhen und Tiefen, von großem Stolz auf ihren weltberühmten Sohn bis hin zu tragischen Momenten, die sie tief erschütterten. Ihr Tod am 21. November 2024 im Alter von 89 Jahren hat viele Menschen bewegt und Fragen zu den genauen Todesumständen aufgeworfen. Obwohl keine genauen Informationen veröffentlicht wurden, erlauben bekannte Hintergründe und eine fundierte Analyse eine Einordnung möglicher Ursachen. Doch ihr Tod ist mehr als nur das Ende eines Lebens. Es ist auch das Kapitel eines tragischen Verlustes, bei dem Boris Becker nun beide Eltern verloren hat und eine Ära zu Ende geht, die durch die unerschütterliche Bindung zwischen Mutter und Sohn geprägt war. Erster biografischer Kontext und familiäre Rolle. Elvira Becker wurde 1935 geboren und führte ein Leben, das stark von ihrer Familie und den Erfolgen ihres Sohnes Boris geprägt war. Als Mutter eines der größten Tennisstars der Geschichte war sie eine wichtige Bezugsperson, die hinter den Kulissen sowohl Stärke als auch Fürsorge bewies. Doch ihr Leben war nicht frei von Tragik. Der frühe Verlust ihres Ehemanns Karl-Heinz Becker und die öffentlichen Krisen ihres Sohnes, darunter juristische Probleme und Inhaftierungen, stellten sie vor immense Herausforderungen. Trotz dieser Schicksalsschläge blieb sie eine unerschütterliche Stütze für Boris. Ihr persönliches Leben war weniger öffentlich, doch ihre Rolle als stille Heldin der Becker-Familie machte sie zu einer respektierten und bewunderten Figur, besonders in ihrer Heimatstadt Leimen. Zweite: gesundheitlicher Zustand im Alter. Altersbedingte Erkrankungen. In den letzten Jahren ihres Lebens kämpfte Elvira Becker mit gesundheitlichen Problemen, darunter eingeschränkte Mobilität, die sie daran hinderte, an bedeutenden Ereignissen wie der Hochzeit ihres Sohnes im September 2024 teilzunehmen. Dies deutet auf typische altersbedingte Erkrankungen hin, die bei Menschen in ihrem Alter häufig auftreten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Altersbedingt können Herzprobleme wie Bluthochdruck oder Herzinsuffizienz zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Atemwegserkrankungen, chronische Infektionen oder Komplikationen wie Lungenentzündungen sind bei älteren Menschen oft schwer zu behandeln. Neurologische Probleme. Krankheiten wie Demenz oder Parkinson könnten ihre Lebensqualität in den letzten Jahren eingeschränkt haben. Psychosoziale Auswirkungen auf die Gesundheit. Neben den körperlichen Leiden könnten auch psychologische Faktoren eine Rolle gespielt haben. Isolation und Einsamkeit. Trotz einer engen Bindung zu ihrer Familie könnten körperliche Einschränkungen sie sozial isoliert haben, was zu emotionalen Belastungen führte. Emotionale Belastung. Die Nichtteilnahme an der Hochzeit ihres Sohnes könnte sie tief getroffen haben, besonders angesichts ihrer engen Beziehung zu Boris. Dritte: potenzielle Todesursachen. Natürlicher Tod. Altersbedingte Prozesse und eine allmähliche Verschlechterung ihres Gesundheitszustands könnten zu einem natürlichen Tod geführt haben. Akutes Ereignis. Ein plötzlicher Herzstillstand oder ein Schlaganfall sind häufige Szenarien bei älteren Menschen, besonders wenn sie bereits an kardiovaskulären Problemen leiden. Infektionen. Ältere Menschen sind anfällig für Infektionskrankheiten, die in den Wintermonaten besonders häufig auftreten. Eine Lungenentzündung könnte schwerwiegende Komplikationen verursacht haben,
Obduktion und medizinische Feststellungen. Da keine offiziellen Informationen zur Todesursache veröffentlicht wurden, bleibt unklar, ob eine Obduktion durchgeführt wurde. In Deutschland wird bei plötzlichen oder unerwarteten Todesfällen oft eine Obduktion angeordnet, um die genauen Umstände zu klären. Vierte, gesellschaftliche und familiäre Bedeutung. Elvira Becker war nicht nur eine Mutter, sondern eine Symbolfigur für Stärke und familiären Zusammenhalt. Ihr Tod bedeutet für die Familie Becker das Ende einer Ära, die durch bedingungslose Liebe und Unterstützung geprägt war. Einfluss auf Boris Becker. Die enge Beziehung zwischen Mutter und Sohn wird in zahlreichen Berichten hervorgehoben. Sie war für Boris nicht nur eine Mutter, sondern auch eine Vertraute in schwierigen Zeiten. Der Verlust seiner Mutter wird ihn tief getroffen haben, besonders angesichts seiner ohnehin turbulenten Lebensgeschichte. Fünfte, präventive Aspekte und Reflexion. Wichtige Erkenntnisse. Der Fall von Elvira Becker bietet Anlass zur Reflexion über die Herausforderungen des Alters und die Bedeutung familiärer Bindungen. Gesundheitsvorsorge im Alter. Regelmäßige medizinische Untersuchungen könnten helfen, altersbedingte Risiken zu minimieren. Psychische Gesundheit. Die Rolle von sozialer Unterstützung und emotionaler Stabilität sollte nicht unterschätzt werden. Familienbindung. Eine starke familiäre Beziehung kann das Wohlbefinden älterer Menschen nachhaltig positiv beeinflussen. Sechstes Fazit. Elvira Beckers Tod ist nicht nur ein privates Ereignis, sondern auch ein Moment der Reflexion über die Zerbrechlichkeit des Lebens. Ohne offizielle Informationen bleibt die genaue Todesursache Spekulation. Doch ihr Leben und ihr Vermächtnis sind ein Beweis für die Kraft der Familie und die Bedeutung von Unterstützung in schwierigen Zeiten. Die Tragik ihres Verlustes liegt nicht nur in ihrem Tod, sondern auch in den Prüfungen, die sie und ihre Familie durchleben mussten. Ihre Geschichte erinnert uns daran, wie wichtig Liebe, Fürsorge und familiärer Zusammenhalt sind, Werte, die weit über ein einzelnes Leben hinausreichen.